Hallo meine Lieben und willkommen zur sechsten Folge von King's Ranking. Aber dass sie beide verflucht sind, das überrascht mich. Ja, guckt so, ja, mach dich ruhig für mich lustig. Ja, aber er kann nicht reden. Also er weiß es schon, er wollte sich nur selber überzeugen. Oh Gott, jetzt fällt mir auf, dass dieses Ding ist der Mund. Ich dachte, der. Oh Gott, ein Christkind. Ja, ihm ist es auch peinlich. Dasha, King of the Underworld. Ja, wusste ich's doch, dass er der König der Unterwelt ist. War ich richtig? Das Lied läuft bei mir inzwischen auf Loop. Ich finde das so süß. Also ich werde hier keinen mehr vorschnell verurteilen, weil das bringt in der Serie gar nichts. Hat er ihn gerade Dreckfleck genannt? Da hat ihn Dreckfleck genannt. Ja, Fuji, zeig's ihm! Das sieht aus wie von Undertale. Ach komm, der will doch einfach nur Brot kaufen. Lass ihn doch einfach.
Aber würde er wirklich erlauben, dass Bocci was passiert? Ich meine, er will wahrscheinlich einfach nur sehen, was der Kleine kann. Er guckt so, was soll das? So kann ich nicht arbeiten. Das stimmt, ja. Auch wie er ihn unterstützt. Oh. Oh, die Axt. Wie krass, diese gigantische Axt. Oh nein, wenn er jetzt wieder so verletzt wird, dann ist niemand da, der ihn heilt. Ui. Wo ist der flott? Jo. Krass. Aber wer hat ihm das beigebracht? Oder hat er das von seinem Papa geerbt? Oh, okay. Das ist ja schon Jojo-Level. Was? Vielleicht, weil er nicht hören und nicht sprechen kann, sind seine Augen deswegen besser. Er ist so stolz auf sich, so geschafft. Gut gemacht, mein Bolchi! Also er ist nicht ohne Talent. Und gib schon zu. Oh, wirklich? Oh, komm. Da ist doch bestimmt eine Möglichkeit. Oder? Gib ihn doch nicht gleich auf. Aber wenn dieser blöde Fluch nicht wäre. Oh, nee, schon wieder abgelehnt. Heißt das, wir bekommen eine Training Arc? Ah, der Brief von Bibin. Ha? Stand denn da jetzt drin?
Oh, ich bin so dankbar, dass er sein Freund ist. Das ist so ein Glückstreffer. Jetzt sagt mir nicht, er will den Stein anheben. Süß. Erinnert mich so ein bisschen an so ein Goku, als er ein Kind war. Ah, ich probiere es im Kleinen. Den schaffe ich schon. Oh. Oh. Oh, jetzt weint er wieder. Komm, du schaffst das. Du schaffst das. Oh, da hat er wirklich gar keine Kraft. Oh. Was steht denn da jetzt drin? Ach, das, der hat sich geirrt. Oh mein, oh nein, oder? Oh, du Depp. Der jüngere Bruder. König Despot. Oh. Oh, das ist peinlich. Oh. Könnte das sein, weil der vielleicht besser aussieht oder vielleicht ein bisschen stärker ist, dass er seinen Bruder nicht mag? Oh, ich glaube, ich weiß, warum er eifersüchtig ist. Ja, Kage, das hättest du dir sparen können, die ganze Arbeit, wirklich. Ich wusste gar nicht, dass da eine Stadt drin ist. Ich meine, es ist ihm so hoch anzurechnen, dass er das Zeug nicht trinkt und seinen eigenen Weg finden will, aber deswegen ist er noch nicht gut, ja? Ich meine, er will seinen Bruder loswerden. Das ändert da gar nichts. Aber wenn er doch die ganze Zeit wusste, dass der Kampf gezinkt war, warum hat er dann trotzdem mitgemacht? Aber ich weiß immer noch nicht ganz, ob er ihn wirklich töten würde. Vielleicht war das auch einfach nur eine Prüfung für Dormas. Oh oh. Ups.
Ja. Oh. Oh, der Spiegel kontrolliert ihn. Okay. Miranjo. Das heißt, die Frau von letzter Woche ist wirklich der Spiegel. Kennt sie. Die wohnt da unten. Ach, das ist ja interessant. Der König und die scheinen Verbündete zu sein. Ist das eine Hexe? Ah, der Apis war. Der war tot und sie hat ihn wiederbelebt? Aber wie stand sie zu dem König? Also die muss ganz schön mächtig sein, wenn er so Angst vor ihr hat. Und wenn selbst der König sie respektiert. Oh. Aber warte mal. Die hat ihn töten lassen und hat ihn wiederbelebt. Vielleicht hat sie irgendwie einen Zauber auf ihn gelegt. Oh, mach's nicht. Mach's nicht, bitte. Oh, nein, 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 nein. Oh nee. Oh nein. Jetzt hat sie einen mächtigen Verbündeten. Vielleicht war sie aber auch einfach nur eine normale Zauberin, die neben dem König gelebt hat, also existiert hat. Oh. Scheint nicht besonders hippie über die Figur zu sein. Oh, jetzt sagt mir nicht, dass sie dem des Zeugs einflößen. Oh Gott, nein, die machen das wirklich. Oh. Ach, verstehe. Aber warum hat er sich dann töten lassen, wenn er doch so stark ist? Wenn er gewusst hat, dass das passiert? Oh nein.
Ach, Schande. Oh Gott. Oh, es ist genau das Gegenteil, oder? Dass es ihm seine Kraft nimmt. Ach du meine Güte. Die haben uns, die führen uns ganz schön im Kreis rum, wer der wirkliche Bösewicht ist. Man denkt immer, es ist jemand anderes. Ich glaube, das ist so ein Schönling. Hat er noch den Brief dabei? Dok, 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 mach die Tür auf. Das ist ja Chris. Das sieht aus wie Chris. Wie er guckt so, oho. Aber das ist sehr interessant mit dieser Hexerin. Warum die jetzt im Spiegel sitzt, also... Vielleicht wurde sie von dem König in den Spiegel verbannt, weil sie was Böses gemacht hat, weil er echt rausgefunden hat, was sie wirklich verfolgt. Aber warum ist Apis so loyal ihr gegenüber? Weil Apis gibt's ja schon länger. Er müsste ja eigentlich mitbekommen haben, was da passiert ist. Halt's da, was passiert ist. Ich überlege gerade, also wenn der König jetzt auch einen Fluch hatte, wenn da vielleicht noch irgendwas übrig ist davon, dann hat Daida das da jetzt auch. Aber vermutlich, alle Theorien, die ich jetzt aufstelle, bewahrheiten sich vermutlich eh nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie all dieses Ganze veranstaltet, um aus dem Spiegel wieder rauszukommen, um diesen Fluch zu brechen. Und dazu braucht sie Daida. Allerdings weiß ich nicht, warum, was das mit dem Elixier zu tun hat. Vor allem ist mir aufgefallen, die Frau, die man letzte Woche gesehen hat, die sah ganz anders aus vom Körperbau her als sie, weil sie ist so klein und schlank und die Frau sah ja wesentlich größer und kräftiger aus. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie die Möglichkeit, ihren Körper hin und her zu tauschen, so wie sie das möchte. Also ich meine, möglich wäre es ja, wenn sie eine Zauberin ist. Aber wieso ist es niemandem aufgefallen, dass er mit diesem Spiegel spricht? Ich meine, irgendwie, das muss doch auffallen, oder? Vor allem dem König muss das doch irgendwann gemerkt haben, dass da was nicht stimmt, oder? Es sei denn natürlich, sie hat von Anfang an alle Leute manipuliert. Also es ist wirklich, in meinem Kopf sind schon wieder 1000 Ideen und 1000 Theorien, wie das ablaufen könnte. Ich glaube, das wird mich noch eine Zeit lang beschäftigen, bis das wahrscheinlich alles völlig aufgeklärt ist. Ja, sehr, sehr spannend. So, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns bis demnächst. Bye, bye.